Liebe Jäger und Sammler, vorab möchte ich euch an dieser Stelle erneut ganz besonders dafür danken, dass ihr so viel Courage und Diskussionsbereitschaft gezeigt habt, wie vor euch noch keine anderen Videoproduzenten hier auf YouTube, deren Inhalte von mir kritisiert wurden. Hierbei handelt es sich eindeutig um einen Schritt in die richtige Richtung und damit setzt ihr, zumindest oberflächlich, ein positives Signal für die Zukunft der Debattenkultur hier auf YouTube und in Deutschland insgesamt. Dass es dann jedoch an der praktischen Umsetzung scheitern muss, ist ein Jammer. Und es betrübt mich sehr, dass ich, anstatt einer Debatte mit Susie Grime und Tarek Tesfu, Friedemann Karik und Nemir Hassan zu führen, nun dieses Antwortvideo an eure Einladung veröffentlichen muss. Doch zuerst möchte ich die Chronologie der Ereignisse rekapitulieren, um euch einen ausreichenden Kontext für meine Antwort zu bereiten. Am Montag, den 8. Mai 2017, habt ihr ein Video mit dem Titel Die Hasstherapie gegen Hass im Netz auf YouTube hochgeladen, in dem ihr über beinahe 60% der gesamten Videolaufzeit Aussagen von sogenannten Hatern vorlest. Die Stimme nervt, aber ich würde ihr trotzdem meinen Schwanz reinräumen. Was zum Teufel ist das für ein geltungsbedürftiger Haufen Scheiße? Unter welchen Videos diese Kommentare abgesendet wurden, ob es sich überhaupt um öffentliche Kommentare handelt, ob ihr diese Aussagen in irgendwelchen Foren aufgegriffen oder per Mail erhalten habt und in welchem Kontext diese gefallen sind, also ob sie in einem längeren Kommentar-Thread zustande kamen oder ob es sich um einzelne Antworten in euren Kommentarsektionen handelt, nichts davon verratet ihr den Zuschauer und daher bleibt auch der transportierte Informationsgehalt sehr gering. Denn, dass Kommentare mit beleidigendem und teilweise menschenverachtendem Inhalten im Netz veröffentlicht werden, ist weder eine Neuigkeit noch eine Besonderheit für eure YouTube-Präsenz. Wohlwollend betrachtet könnte man davon ausgehen, dass ihr auf die deutlich größere Häufigkeit, mit der euch diese Kommentare treffen, aufmerksam machen wollt. Eine weniger wohlwollende Betrachtungsweise hinterlässt jedoch den bitteren Nachgeschmack, dass es sich um reines Kalkül handelt indem ihr diese offensichtlich negativen und beleidigenden kommentare an den anfang eures videos stellt, wollt ihr das klima der debatte nachhaltig zu euren gunsten beeinflussen. poisoning the well nennt sich diese form der scheinargumentation, also die brunnenvergiftung in wörtlicher deutscher übersetzung und der eindruck, dass ihr euch diese methode zunutze macht, verstärkt sich im nachfolgenden teil des videos. ab minute 52 sekunden in eurem video passierten etwas merkwürdiges. eine person, die meiner meinung nach keine gelder aus dem rundfunkbeitrag erhalten sollte, da sie auf eine unprofessionelle Art und Weise nachweislich falsche und radikal ideologisch motivierte Inhalte vor ein jugendliches Publikum trägt ihr setzt nun also meinen Kommentar mit den vorher gezeigten Hatern in Verbindung. So arrogant es jetzt auf den ersten Blick vielleicht doch wirken mag, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Art und Weise, wie mein Kommentar formuliert ist und welchen Inhalt ich damit transportiere, nicht so ganz in das Bild hineinpasst, das ihr hier eigentlich vermitteln wollt. Trotzdem soll über die von euch implizierte Verbindung mit den vorangegangenen Kommentaren, also das Zusammenwerfen aller gezeigten Aussagen in die mit Hass beschriftete Schublade, meinem Kommentar eine Aura des Negativen verliehen werden womit wir uns bei eurem zweiten scheinargument befinden der gilt bei association fallacy oder auf deutsch der schuldzuweisung durch assoziation mir ist nicht wirklich klar warum ihr diesen weg der missrepräsentation wählt und welches andere ziel ihr damit verfolgen solltet außer den eindruck zu erwecken dass meine kritik entweder auf der gleichen stufe mit den beleidigungen der hater steht oder um mal den Interpretationsrahmen zu erweitern, sogar andeuten wollt, dass ich für diese Hasskommentare verantwortlich sein könnte. Wir befinden uns jetzt an einem guten Zeitpunkt, um kurz ein paar Worte über den von euch gezeigten Paartherapeuten zu verlieren. Laut euren Aussagen handelt es sich hierbei um einen neutralen Mediator. Ein ausgebildeter Therapeut und ein Profi, dem es um erfolgreiche Kommunikation in Konfliktfällen geht. Dass er dann jedoch den von euch selektiert herausgepickten Satz aus meinem offenen Brief an Funk mit einem abfälligen Da hat sich jemand offensichtlich richtig Mühe gemacht, ne? Abtut, deckt sich nicht gerade mit meiner Vorstellung von Vertrauensbildung, aber dazu später mehr. In der letzten Minute eures Videos formuliert ihr dann eure Einladung an die drei treuen Begleiter, denen ihr den größten Hass zu verdanken habt. Die vulgäre Analyse, Dorian der Übermensch und ich, der Dr. Rand. Das Puzzle ist nun also vollständig und eure Intention wird mehr als deutlich. Ja, ihr wolltet das Klima der Debatte bereits vorab vergiften. Ja, ihr wolltet meine Kritik, meine Inhalte, meine Videos mit den anfangs genannten Hatern in Verbindung bringen. Und ja, ihr wolltet suggerieren, dass ich persönlich für diese und ähnliche Kommentare verantwortlich bin. Analog gelten all diese Punkte natürlich ebenso für die vulgäre Analyse und Dorian. Ein denkbar schlechter Einstieg in eine offene und redliche Debatte. Aber ich möchte völlig ehrlich sein, zu Beginn war ich überrascht, um nicht zu sagen geradezu überrumpelt, von eurer Bereitschaft zu reden und euch der immer lauter werdenden Kritik zu stellen. Vor allem, nachdem ihr und andere Verantwortliche bei Funk auf kritische Aussagen bisher nur auf zwei mögliche Arten reagiert habt. Ignoranz das heißt, ein Block oder gar keine Reaktion oder ausweichendes Verhalten. Wenn ihr Kritik habt, schreibt uns eine Privatnachricht. Ist eine typische Reaktion, die man von euch lesen konnte. Oder eure Antworten waren gleich so vage und nichtssagend, dass ihr euch das Kommentieren hättet sparen können. Diese anfängliche Überraschung war es auch, die mich eurer Einladung gegenüber sehr positiv stimmte. Und das, obwohl die Rahmenbedingungen, die ihr für den Ablauf eines Gesprächs vorgelegt habt, rückblickend als absolute Farce zu betrachten sind. Wir fordern euch hiermit auf, setzt euch mit uns an einen Tisch. Traut euch. Wir treffen uns an einem neutralen Ort in Berlin. Mit dabei ein Therapeut als Mediator, ein runder Tisch, wir Jäger und Sammler Hosts und ihr und ein Kameramann. Damit unsere und eure Follower den Spaß nicht verpassen. Wir sollen uns trauen, uns mit euch an einen neutralen Ort in Berlin zu treffen. Mit dabei ein von euch ausgewählter Mediator, der wie schon erwähnte, nicht unbedingt sonderlich vertrauensbildend von euch dargestellt wurde, eure Hosts und einer eurer Kameramänner, der den ganzen Spaß aufzeichnen sollte. Ohne jetzt noch einmal extra das Wort Neutralität im Duden nachzuschlagen, dürfte auch dem unbedarfsten Zuschauer auffallen, dass in diesem Angebot eine der beiden Seiten klar bevorzugt behandelt wurde. Darum fiel auch mein Kommentar unter eurem Video, trotz meiner Begeisterung, vorsichtig aus. Ich machte deutlich, dass ich mit diesen Bedingungen so nicht konform gehen kann und wollte mit euch in privater Konversation über alles weitere verhandeln. Mir war zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass meinem Kommentar angeführter Vorschlag, doch eine simple Online-Debatte zum Beispiel über Google Hangout zu veranstalten, vermutlich nicht auf fruchtbarem Boden fallen würde. Und das, obwohl es sich hierbei um den neutralsten Rahmen gehandelt hätte, in dem ein solches Gespräch stattfinden kann. Diese Debatte dann zusätzlich auch noch live zu streamen hätte es außerdem völlig unmöglich gemacht, dass irgendjemand Aussagen aus dem Kontext reißen oder anderweitige manipulative Methoden hätte anwenden können. Eine Maßnahme also, die euch einen großen Vertrauensbonus bei allen Zuschauern eingebracht hätte. Dass das jedoch nicht Teil eurer Absichten war, wird im weiteren Verlauf noch klarer werden. Einen Tag später, am Dienstag den 9. Mai, erhielt ich dann eine E-Mail von euch. Von der etwas merkwürdigen Formatierung mal abgesehen, beschädigten sich meine Bedenken des Vor ein Hangout war für euch nicht vorstellbar, weil ihr daran glaubt, dass Online-Kommunikation oft deswegen eskaliert, weil man sich nicht in die Augen schauen kann. An dieser Stelle möchte ich gerne die Frage einbringen, auf welcher Basis dieser Glaube von euch entstanden ist. Hat euch das der Paartherapeut erzählt? Ohne jetzt dessen Qualifikationen in Frage stellen zu wollen, aber man sollte in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass er einer Profession nachgeht, bei der sein Einkommen davon abhängig ist, dass sich mindestens zwei oder mehr Personen in einem Raum zusammensetzen und versuchen, ihre Beziehungsprobleme in den Griff zu bekommen. Auch wenn diese Form der Therapie durchaus sinnvolle Anwendungsgebiete hat, so frage ich mich doch, warum ihr der Meinung seid, dass sich dieses Konzept auf die Adressierung eurer Kritiker übertragen lässt. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, aber ich führe keine Beziehung mit euch. Ihr als Person seid mir, um vollkommen ehrlich zu sein, so ziemlich egal. Und das meine ich im positivsten Sinne. Es ist mir egal, wer ihr seid, wie ihr ausseht und wie euer bisheriger Lebensweg aussah. Mich interessiert ausschließlich, was ihr sagt und wie ihr handelt. Mich interessieren nur die Ideen, die ihr in die Öffentlichkeit tragt. Ich kritisiere schlechte Ideen, fehlerhafte Argumente, falsche und unbewiesene Behauptungen. Egal, ob diese nun von einer Susie Grime oder einem Karl Heinz vorgetragen werden. Wie soll also dieses Konzept der Paartherapie überhaupt zum Erfolg führen, wenn ich euch nicht persönlich, sondern eure Ideen angreife? Es lässt sich also an dieser Stelle bereits erkennen, dass ihr die Problematik nicht verstanden habt oder nicht verstehen wollt. Es geht euch nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der von mir angebrachten Kritik, mit den Zahlen, und mit den Fakten. Ihr legt den Fokus auf die beleidigenden Kommentare, die ihr bekommt, und ihr möchtet euch einen Sündenbox suchen, der für diese persönlichen Attacken gegen euch gerade stehen soll. Dass diese persönlichen Attacken aber weder von mir ausgehen, noch von mir gefordert oder gefördert wurden, ignoriert ihr überraschenderweise. Doch nicht nur das. Es finden sich noch weitere Ungereimtheiten in eurer Begründung. Online-Kommunikation eskaliert oft. Das kann durchaus sein. Aber habe ich die Online-Kommunikation mit euch eskalieren lassen? Habe ich beleidigende, rassistische oder sexistische Aussagen getätigt. Trifft eure Prämisse also auf diese spezifische Situation zu, in der wir uns hier befinden? Wohl kaum. Möglicherweise beruht euer Glaube an die negativen Effekte der Kommunikation mit einem unsichtbaren Gegenüber auch auf einer abstrakteren, eher konzeptionellen Ebene. Vielleicht wollt ihr damit ausdrücken, dass anonyme Online-Kommunikation Menschen grundsätzlich eher dazu neigen lässt, sich aggressiv und beleidigend gegenüber anderen zu äußern. Eine spannende Hypothese, für die sich bestimmt empirische Untersuchungen finden lassen, die diese entweder bestätigen oder widerlegen können. Werfen wir dafür doch einmal einen Blick in die Studie Digital Social Norm Enforcement: Online Fire Storms in social media, aus dem Jahr 2016. This article introduces social norm theory to understand online aggression in a social political online setting, challenging the popular assumption that online anonymity is one of the principal factors that promotes aggression. We underpin the social norm view by analyzing a major social media platform concerned with public affairs over a period of three years. Entailing 530,197 comments on 1,612 online petitions. Results show that in the context of online firestorms, non anonymous individuals are more aggressive compared to anonymous individuals. Die Autoren Ross, Stahel und Frey demonstrieren in ihrer Arbeit, dass Anonymität in allen getesteten Bedingungen zu weniger aggressiver Online-Kommunikation führte als in der Vergleichsgruppe der nicht anonymen Kommentatoren. Sie erklären diese Ergebnisse damit, dass aggressives Online-Verhalten dazu dienen kann und soll, sogenannte Surveillance auf Deutsch Unterwachung zu betreiben. Also die Umkehr des normalen Überwachungsweges, die Überwachung der Institutionen durch den normalen Bürger. Da diese Form der Überwachung als das eigene Eintreten für höhere moralische Prinzipien verstanden wird, ist es eher hinderlich, anonym aufzutreten. Klarnamen und eine offene Präsentation der eigenen Person helfen laut den Autoren dabei, einen Wiedererkennungswert zu erlangen, mehr Überzeugungskraft zu haben und dadurch mehr Internetnutzer zu mobilisieren, als dies bei einem anonymen Auftreten der Fall wäre. Die eigene Aggression wird außerdem als gerechtfertigt wahrgenommen, da man für ein höheres moralisches Gut eintritt. Mit anderen Worten, der Zweck heiligt die Mittel. Daraus ergeben sich einige interessante Schlussfolgerungen. Zuerst einmal führen Klarnamen und ein nicht anonymes Auftreten nicht dazu, dass aggressives Online-Verhalten abnimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Das liefert zusätzlich eine Erklärung dafür, warum einige eure Hosts ebenfalls regelmäßig aggressives Verhalten an den Tag legen. Wenn Susie Grime über Männerhass redet und Tarek Tesfu seine rassistischen Äußerungen gegenüber den weißen Privilegierten zum Besten gibt, dann sehen wir, wie sich dieses Phänomen vor unser aller Augen abspielt. Beide glauben, dass sie moralisch richtig handeln, dass sie den Kampf der Unterdrückten gegen die Unterdrücker führen. Dieser gefühlte Kampf für die soziale Gerechtigkeit rechtfertigt Aggression, Pauschalisierung und Verdrehung der Tatsachen. Und weil sie sich für das Gerechte und Gute in der Welt einsetzen, haben sie auch keine Probleme damit, sich dabei öffentlich zu zeigen und auf Anonymität zu verzichten. Virtual Signaling wird diese Handlungsweise im englischsprachigen Raum gerne genannt. Auf der anderen Seite sind aber ebenfalls sehr erhellende Interpretationen möglich. Das, was ihr als Hasskommentare abstempelt, kann auf Basis der vorhin erwähnten Studie durchaus als Souveillance betrachtet werden. Das Aufbegehren der digitalen Zivilgesellschaft gegen die Institutionen, die ihr seid und repräsentiert. Ein Schuss vor dem Bug. Auch hier fühlen sich Internetnutzer dazu berufen, ihrem Unmut Luft zu machen, sei es nun anonym oder unter Klarnamen. Der Glaube daran, für das moralisch Richtige einzutreten, kann ein starker Motivator sein und zwar für beide Seiten dieser Debatte. Was, liebe Jäger und Sammler, ist nun letztendlich das Fazit, das sich daraus ziehen lässt? Euer Konzept der Paartherapie ist fehlgeleitet. Eure Begründung für das Bestehen auf einem persönlichen Treffen ist irrational und es gibt nichts, was gegen das Abhalten einer Online-Debatte spricht. Es sei denn, dass euer Interesse an einer inhaltlichen Debatte kaum vorhanden ist und ihr eigentlich andere Ziele verfolgt. Doch gehen wir zuerst weiter in der Chronologie der Abläufe. Nach dem Erhalt dieser E-Mail bin ich mit der vulgären Analyse und Dorian in Verbindung getreten, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Wir waren uns schnell darüber einig, dass wir diese Chance nutzen müssen und wären auch dafür bereit gewesen, einen weniger neutralen Ablauf in Kauf zu nehmen das bedeutet, dass sie auf eine online-debatte verzichtet hätten und nach berlin gefahren wären, um euch gegenüberzutreten. da dies jedoch diverse risiken bedeutet hätte, vor allem für schlomo, aber auch in gewissen teilen für mich, war es notwendig, für uns eine gewährleistung unserer anonymität auszuhandeln. aus diesem grund fand am freitag den 12. mai ein hangout zwischen schlomo, dorian mir und zwei eurer redakteure statt. zum ablauf des hangouts selbst möchte ich nur wenige worte verlieren. insgesamt handelte es sich um ein freundliches und zivilisiertes Stündiges Gespräch. Es wurde dennoch sehr schnell klar, dass euch nur die Frage der Örtlichkeit und eure Zugeständnisse zu unserer Anonymität interessierten. Inhaltliche und konzeptionelle Fragen zu eurem geplanten Format wurden nur sehr widerwillig und oberflächlich beantwortet. Dabei lag gerade hier der entscheidende Punkt für unsere Abschätzung des Risikos. Für eine konstruktive inhaltliche Debatte wären wir bereit gewesen, mehr Risiken in Kauf zu nehmen, als für ein oberflächliches Gespräch auf emotionaler Ebene, in der wir uns für die Aussagen anderer Nutzer rechtfertigen sollen. Die Frage die Frage der Örtlichkeit war für euch überhaupt nicht verhandelbar. Und das habt ihr mir auch direkt auf meine Nachfrage nach der Möglichkeit einer Online-Debatte mehr als deutlich gemacht. Eure unumstößliche Grundposition war und ist es, dass wir den Hosts Angesicht zu Angesicht gegenübersetzen sollen. Was das Problem mit dieser Haltung ist, habe ich aber bereits in großer Breite dargelegt. Im Verlauf des Gesprächs erklärten Schlomo, Dorian und ich uns dazu bereit, die Reise nach Berlin auf uns zu nehmen und euren Mediator zu akzeptieren, insofern ihr unsere Anonymität ausreichend hättet gewährleisten können. Hierbei ergab sich jedoch ein sehr konfuses Bild. Ihr wolltet uns die Reisekosten erstatten, jedoch nicht näher erläutern, wie dieser Prozess ohne Offenlegung unserer Identität und Reisepläne möglich sein soll. War es euer Plan, uns einen 3- bis 4-stelligen Betrag in bar auszuhändigen, allein auf Basis eures Vertrauens in unser Wort? Inwiefern das anschließend steuerrechtlich auf eurer Seite aussieht, darüber möchte ich eigentlich gar nicht weiter nachdenken als Identitätsüberprüfung hätte es euch laut euren eigenen Angaben gereicht, eine Stimmüberprüfung zu machen und dass wir uns vor Ort in unsere Accounts einloggen. Für das Gespräch selbst habt ihr dann jedoch erwartet, dass wir ohne jede Form der Verschleierung mit euren Hosts reden. Gefilmt werden sollte so, dass man uns auf dem Filmmaterial nicht erkennen kann. Ähnlich wie ihr es im Interview des Rappers Komplott gemacht habt. Kameraeinstellung von hinten und das Sitzen im Halbdunkeln. Dass durch diese Darstellung unserer Seite eine zusätzliche Manipulation auf visueller Ebene vorgenommen werden würde und wir allein dadurch schon zwielichtig erscheinen würden, wäre euch bzw. euren Hosts vermutlich sogar sehr entgegengekommen. Jedoch unabhängig davon hätten wir euch insgesamt einen sehr großen Vertrauensvorschuss gewähren müssen und wären gleichzeitig das Risiko eingegangen, dass keinerlei inhaltliche Debatte zustande kommt. Für Dorian gab es am Ende des Gesprächs laut eigenen Aussagen keine weiteren Probleme, was jedoch auch verständlich ist, da er sich sowieso schon offen in seinen Videos gezeigt hat. Für mich wären die Bedingungen trotz einiger Bauchschmerzen akzeptabel gewesen, wenn eure Erläuterungen zur Frage der Gewährleistung der Anonymität nicht so viele weitere Fragen aufgeworfen hätten. Für Schlomo war die Möglichkeit, einen Vertrauensvorschuss zu geben jedoch noch geringer, als dies bei mir der Fall war. Für ihn besteht nicht nur die Gefahr, seinen Job zu verlieren und möglicherweise in seinem sozialen Umfeld Probleme zu bekommen, wenn sich selbst erklärte Kämpfer für das vermeintlich Gute und Gerechte in Selbstjustiz üben und damit beginnen, Arbeitgeber und Familienangehörige zu belästigen, in der Hoffnung, persönlichen Schaden anzurichten. a YouTube-User of Laughing Witch... saw these critiques of popular feminist icons and decided that they were equal to you guessed it harassment even going so far as to say that thunderfoot by espousing his opinions on feminists was leading a hate campaign against women online brilliant so what does laughing witch do so she finds thunderfoot's real name and job information which admittedly isn't hard to find it's public but nevertheless sends a letter to his employer essentially begging for the laboratory that employs thunderfoot to fire him now this was actually a part of a letter-writing campaign they started online to try and get him fired. Nein. Aufgrund seiner kritischen Haltung gegenüber radikalen Ausprägungen des Islams besteht für ihn sogar akute Lebensgefahr, sollte seine Identität auch nur ansatzweise offengelegt werden. Now I can advise other young men about women because I've been there. I had a young man who was about to go crazy over a woman. He was about to kill himself. You know, I said that kind of passion you should have for God. Mm. I said, I said turn that to God and see what happens. euren beiden Redakteuren schien das jedoch entweder nicht präsent oder vollkommen egal zu sein. Auf unsere zusätzlich geäußerten Bedenken, dass einer eurer Mitarbeiter möglicherweise ein Foto mit seinem Smartphone aufnehmen oder sonstige Informationen geleakt werden könnten, habt ihr zuerst vollkommen überrascht reagiert und musstet während des Gesprächs darüber nachdenken, welche Möglichkeiten überhaupt umsetzbar wären, um das zu unterbinden. Nach dem Gespräch waren Dorian, Schlomo und mir klar, dass ihr zwar alles dafür tun sollten, dass dieses Gespräch zustande kommt, wir aber aufgrund eurer lückenhaften Planung eigene Sicherheitsmaßnahmen für unsere Anonymität umsetzen mussten. Wir verfassten daher eine weitere Antwortmail, in der wir um den Kompromiss baten, dass Schlomo eine Vollverschleierung mit sichtbaren Augen tragen darf, da für ihn bei einer Offenlegung seiner Identität nicht kalkulierbare Risiken bestanden. Für mich hätte ein Kapuzenpulli ausgereicht, um eine Identifizierung aus dem Filmmaterial heraus zu unterbinden. Dorian wäre ohne jegliche Verschleierung im Gespräch aufgetreten. Nachdem wir nun so weit in der Planung gekommen waren Bereit waren, so viele eurer Forderungen zu akzeptieren, waren wir der Überzeugung, dass dieser letzte Kompromiss keinen Grund darstellen sollte, das Zustandekommen des Gesprächs platzen zu lassen. Aber wie heißt es doch so schön? Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Es folgte noch am selben Abend eine kryptische E-Mail von euch. Hallo vulgäre Analyse. Dr. Rand und Dorian der Übermensch. Vielen Dank für die Antwort und das konstruktive Gespräch. Wir haben ja im Hangout erklärt, dass es für uns essentiell ist, dass sich die Hosts und Sie von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen. Sie kennen unsere Argumente und wir kennen Ihre. Wir hätten nicht gedacht, dass wir in der Kommunikation so weit kommen und glauben, dass das ein Schritt in die richtige Richtung war. Für uns alle. Mit freundlichen Grüßen, die Jäger und Sammler. Um es mal mit Schlomo's Worten zu sagen. Zuerst einmal wurden im Hangout überhaupt keine Argumente ausgetauscht. Wir haben nicht darüber diskutiert, wie sinnvoll ein physisches Treffen im Vergleich zu einer Online-Debatte ist. Wir haben auch nicht darüber diskutiert, inwieweit ein Gespräch ohne Verschleierung besser wäre als ein Gespräch mit Verschleierung. Ihr habt einfach nur eure Grundpositionen als unumstößlich deklariert und jede weitere Diskussion darüber verweigert. Die Formulierung eurer Antwort wirft aber noch weitere Fragen auf. Ihr hättet nicht gedacht, dass wir in der Kommunikation so weit kommen und ihr glaubt, dass das ein Schritt in die richtige Richtung war. Sollte das jetzt eine passiv-aggressiv formulierte Absage eurerseits sein? Mit einem Minimum an Kompromissbereitschaft von eurer Seite aus hätte es sich hierbei nicht um den letzten Schritt in die richtige Richtung gehandelt und der weitere Verlauf dieses Projekts hätte auch nicht in diesem Antwortvideo gemündet. Die Unklarheit dieser Reaktion veranlasste uns dazu, eine weitere E-Mail zu versenden, in der wir um Klarstellung der Lage baten. Handelte es sich hierbei nun um eine Absage oder nicht? Die nächste Reaktion folgte prompt, und jetzt war klar, die Sache ist geplatzt. Keine weiteren Erklärungen, keine Nachfragen, keine Bereitschaft, einen Konsens zu finden. Denn es ging niemals darum, tatsächlich ein gemeinsames Treffen zu planen, Inhalte und Meinungsverschiedenheiten auszudiskutieren, vielleicht sogar zu Übereinkünften zu kommen, aber eins nach dem anderen. Hallo vulgäre Analyse, Dr. Rand und Dorian der Übermensch. Unser Angebot ist nach wie vor offen. Wir wollen unsere Zusammenarbeit nicht beenden. Wir stehen zu allen im Gespräch diskutierten Punkten und Kompromissen, wie das Hochladen des gesamten Rohmaterials oder die Möglichkeit, dass sie einen Rekorder mitlaufen lassen. Liebe Jäger und Sammler, bei der Veröffentlichung des Rohmaterials, also einer ungeschnittenen Version des Gesprächs, handelt es sich nicht um einen Kompromiss, den ihr uns hier gegenüber machen würdet. Das ist eine Selbstverständlichkeit, eine zwingend notwendige Form der Ausstrahlung des Gesprächs, wenn ihr nicht von vornherein den Eindruck erwecken wollt, dass ihr Manipulationen durch den Schnitt des Videos betreibt. Jemand musste die Babysitterin doch nach Hause bringen. Da habe ich gemerkt, dass sie auf der äh, süßen Küste saß. Da habe ich ihre süße Küste gezogen. Wenn ich nur an diese süße Küste denke, ich, ich, ich möchte noch eine haben. Süße, süße Küste. Sie geben also zu, Mr. Simpson, ihr an die Kös gefasst zu haben. Wie wollen Sie sich verteidigen? Diesen Sachverhalt als Kompromiss verkaufen zu wollen, ist blanker Hohn. Wir haben ja auch über die Möglichkeiten der Anonymisierung aller Beteiligten gesprochen und können das auch garantieren. Nein, das könnt ihr nicht. Oder anders gesagt, eure vorgeschlagenen Maßnahmen sind aus meiner Sicht ungenügend und halbherzig. Ihr könnt oder wollt nicht die Gefahren sehen, die mit einer möglichen Offenlegung der Identität von mir und vor allem Schlomo verbunden sind. Eine Verschleierung von Schlomo ist in diesem Kontext also eine vollkommen vernünftige Forderung, vor allem wenn das bedeutet, dass dadurch das Gespräch mit uns allen und allen bisher getroffenen Absprachen zustande kommen kann. Es ist aber unser Wunsch, dass sich Hosts und Kritiker von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen. Wir können eine Vollverschleierung der vulgären Analyse daher nicht akzeptieren. Euer Wunsch kollidiert mit notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Euer Wunsch ist euch wichtiger als das Zustandekommen einer offenen und ehrlichen Debatte. Euer Wunsch ist euch so wichtig, weil es euch gelegen kommt. Weil es euch die Möglichkeit gibt, einen Grund für eure Ablehnung der Debatte vorzulegen. Oder unter einer böswilligen Betrachtungsweise, weil es euch erlaubt, unsere Identitäten zu erfahren. In diesem einen Punkt scheinen wir leider nicht zusammenzukommen. An wem liegt das nun? An unseren Zugeständnissen oder an eurer Blockierung der Verhandlungen? Wir finden das schade und haben gehofft, dass unser Kompromiss immerhin zu einem Treffen mit dem Dr. Rand und Dorian, dem Übermenschen, führt. Da beide aber nicht kommen wollen, wenn die vulgäre Analyse auch nicht kommt, sieht es leider so aus, dass kein Treffen zustande kommt. Das bedauern wir sehr. Ja, euer Bedauern trieft geradezu aus diesen Zeilen. Aber ihr würdet natürlich gerne auch nur zwei eurer. Hater vorführen können. Hauptsache sie zeigen sich offen und verlieren ihre Maske. Da verzichtet ihr dann auch gerne auf die Teilnahme der vulgären Analyse. Und wieder dieses Gerede von einem Kompromiss. Alle Kompromisse, die bisher getroffen wurden, gingen von Schlomo, Dorian und mir aus. Das Risiko liegt auf unserer Seite. Ihr habt nichts zu verlieren. Eure Reputation ist schon seit langer Zeit im Keller. Ein Blick auf die Rezeption eurer Inhalte und eurer Videos genügt. Selbst eure Reichweite liegt deutlich unter dem, was man von einem gebührenfinanzierten Angebot erwarten sollte. Auf welches Verhandlungskapital möchtet ihr euch hier eigentlich stützen? Unsere Zugeständnisse für dieses Gespräch entstammen unserer Überzeugung, dass Ideen ausdiskutiert werden und Argumente ausgetauscht werden müssen. Dass eine redliche, inhaltliche Debatte wichtiger ist als persönliche Belange und irrationale Wünsche. Was habt ihr, liebe Jäger und Sammler, stattdessen präsentiert? Ihr wollt den vollständigen Rahmen für dieses Gespräch diktieren. Bewegt euch. Entgegen eurer ursprünglichen Behauptungen nicht auf einen neutralen Konsens zu, macht Zugeständnisse nur, wenn es unvermeidlich ist und habt nicht einmal im Ansatz erfasst, was für die Beteiligten möglicherweise auf dem Spiel steht. Der Anschein besteht, dass ihr es nicht ernst meint, dass es sich um Kalkül handelt, dass ihr einen Gacha-Moment erreichen wollt. Dorian, Schlomo und der Dr. Rand sind Feiglinge, die sich nicht trauen, die nicht die Eier in der Hose haben, um uns in die Augen zu schauen und dann immer noch ihren Hass zu verbreiten. Die Transparenz dieses Vorhabens ist so offensichtlich, dass es schon weh tut. Ihr schreibt, dass euer Angebot nach wie vor offen ist. Dann bitte ich jetzt darum, die Ohren zu spitzen. Ein solches Gespräch bringt euch mehr Vorteile als uns. Ihr könnt mit dem Zeigen von etwas gutem Willen das Vertrauen der YouTube-Gemeinschaft zurückgewinnen. Ihr könnt zeigen, dass ihr euch Kritik stellt dass ihr an Inhalten und Ideen interessiert seid, nicht an Oberflächlichkeiten, Emotionen und der Wiedergutmachung persönlicher Kränkungen. Wir hingegen haben unsere Kritik an euch bereits offen dargelegt. Wir können ausschließlich verlieren denn wenn wir in einer offenen Debatte versagen, dann untergräbt das unseren Ruf und unsere Anerkennung in der YouTube-Gemeinschaft. Für euch hingegen kann es nur den Weg nach oben geben. Ihr solltet euch also gut überlegen, ob ihr mit eurem aktuellen Status zufrieden seid und vor allem, ob die Programmverantwortlichen bei ARD und ZDF mit eurem aktuellen Status zufrieden sind. Wenn ihr die Zusammenarbeit also tatsächlich weiterführen wollt und dieses Gespräch zustande kommen soll, dann sollte es doch ein leichtes sein, diese Debatte in ein Google Hangout zu verlegen. Einmal habt ihr das ja bereits geschafft. Alle anderen bisher getroffenen Absprachen bleiben erhalten. Im Anschluss können wir direkt in die Terminfindung übergehen. Wie ernst meint ihr es also wirklich? Euer Zug, liebe Jäger und Sammler.